Die AirPods und besonders die AirPods Pro der zweiten Generation haben parallel zum iPhone mit iOS 17 auch ein Update und damit neue Funktionen erhalten. Und welche neuen Funktionen das konkret sind, zeige ich euch in diesem Video. Das Update mit der Version 6A303 der AirPods Pro der zweiten Generation und Updates für ältere AirPods wurden im Herbst parallel zu iOS 17 veröffentlicht. Und installiert wird das Update automatisch, wenn die AirPods sich im Case befinden, das Case geladen wird und in der Nähe eures iPhones ist. Am besten macht ihr das Ganze über Nacht. Die erste Neuerung, nämlich adaptives Audio, ist exklusiv für die AirPods Pro der zweiten Generation. Und dazu bin ich jetzt hier einmal in das Kontrollzentrum gegangen und habe die AirPods verbunden. Und wenn wir jetzt hier einmal raufgehen, haben wir die Möglichkeit, hier eben zwischen unterschiedlichen Optionen zu wählen. Wir haben hier einmal 3D Audio, dann Konversationserkennung, dazu komme ich gleich noch einmal. Und dann hier unten links einmal die Optionen zwischen unterschiedlichen Varianten zu wählen, nämlich aus, Transparenz, adaptiv und Geräuschunterdrückung. Und adaptiv ist hier jetzt neu hinzugefügt und das Ganze verwendet die Geräuschunterdrückung und Transparenz, um eben einen besseren Klang zu ermöglichen. Und das eben zum Beispiel in einer U-Bahn oder allgemein dort, wo es laut ist. Und trotzdem wird eben die Geräuschunterdrückung verwendet, aber eben auch der Transparenzmodus, je nachdem, was gerade relevanter ist. Das heißt, es wird eben adaptiv angepasst und ihr habt aber keine Verluste, was jetzt die Geräusche angeht, wie es zum Beispiel beim Transparenzmodus ist. Da hört man ja relativ viel noch im Hintergrund und bei Geräuschunterdrückung hört man gar nichts mehr im Hintergrund, was natürlich im Straßenverkehr auch gefährlich sein kann. Und adaptiv verbindet im Grunde genommen beides miteinander und ermöglicht gleichzeitig trotzdem beste Geräuscherkennung und eben beste Transparenz, ohne dass am Ende die Qualität darunter leidet. Machen wir als nächstes weiter mit der Konversationserkennung, ebenfalls für die AirPods Pro der zweiten Generation. Und hier wird automatisch erkannt, wenn jemand mit euch ein Gespräch beginnt oder ihr ein Gespräch beginnt, und dann wird automatisch in den Transparenzmodus gewechselt. Allerdings werden die Hintergrundgeräusche trotzdem weiterhin herausgefiltert, sodass das Gespräch klarer und verständlicher wird und der Gesprächspartner wird auch lauter hervorgehoben, was ebenfalls dafür sorgt, dass ihr ihn einfach besser versteht. Das heißt hier auf jeden Fall besonders in Umgebungen, wo es relativ laut ist, sehr, sehr praktisch und ihr müsst eben nicht mehr manuell wechseln oder ein AirPod aus dem Ohr nehmen, weil eben die Konversationserkennung das alles für euch direkt automatisch übernimmt. Für die nächste Neuerung öffnen wir einmal die Einstellung und ihr seht hier auch schon, die AirPods Pro werden erkannt, wenn diese eben verbunden sind mit eurem iPhone. Und daraufhin haben wir hier eben die Möglichkeit, unter anderem auch die Geräuschkontrolle einzustellen und vieles mehr. Und unter anderem finden wir jetzt hier auch die personalisierte Lautstärke. Die passt die Lautstärke von Medien entsprechend deiner Umgebung an. Und das ist sehr praktisch, wenn ihr abends zum Beispiel im Bett seid und einen Podcast oder ein Hörbuch hört, dann muss die Lautstärke viel geringer sein, als wenn ihr morgens irgendwie in der U-Bahn oder im Straßenverkehr seid, wo einfach die Umgebungsgeräusche viel lauter sind und dementsprechend auch die Lautstärke der Musik eben lauter sein muss. Und das wird hier alles automatisch angepasst. Eine Funktion, die Apple mit dem neuen Update verbessert hat, ist der Wechsel zwischen unterschiedlichen Geräten, wie zum Beispiel dem Mac, dem iPhone oder auch dem iPad. Das heißt, dieser Wechsel funktionierte auch schon vorher, nun ist er aber noch nahtloser. Und ich muss auch sagen, das stimmt auf jeden Fall. Wenn ich auf dem iPad etwas starte, zum Beispiel ein YouTube-Video, und danach wechsle ich auf mein iPhone und gucke irgendwie bei Twitter etwas, dann wird der Wechsel direkt und ohne Unterbrechung vollzogen und die Musik bzw. das Video läuft dann auf dem iPhone und die AirPods geben dann eben genau das Ganze wieder. Was wirklich sehr schön ist, funktioniert übrigens auch mit den AirPods der dritten Generation sehr zuverlässig. Da hat Apple auf jeden Fall gute Arbeit geleistet, dass der Wechsel zwischen den Geräten nun viel, viel besser und nahtloser vonstatten geht. Außerdem neu und überarbeitet bei allen AirPods, die dieses Update erhalten, ist die Anrufsteuerung. Natürlich könnt ihr weiterhin einfach Anrufe mit einmaligem Drücken auf die AirPods annehmen, aber ihr habt auch die Möglichkeit, während der Anruf aktuell ist, hier den Ton ein- und auszuschalten mit einmaligem Drücken oder eben auch den Anruf ganz einfach zu beenden. Und das könnt ihr auch einstellen. Also ihr könnt hier zwischen einmal drücken und zweimal drücken wählen, je nachdem, was ihr damit am Ende bezwecken möchtet, was ich sehr cool finde. Also hier gibt es auf jeden Fall die Möglichkeiten, das Ganze noch einmal zu personalisieren. Insgesamt auf jeden Fall ein sehr schönes Update mit einigen neuen Funktionen, besonders für die AirPods Pro der zweiten Generation. Ältere AirPods bekommen hier leider nur einige der neuen Funktionen spendiert. Ich persönlich finde aber besonders die adaptive Geräuschkontrolle und auch die Konversationserkennung sehr praktisch und finde es sehr cool, dass das Ganze per Software-Updates auf die AirPods Pro der zweiten Generation gekommen ist.
Und damit wären wir jetzt auch schon am Ende dieses kurzen Videos angekommen und ich hoffe, ich konnte euch einen ganz guten Überblick über die neuen Funktionen der AirPods mit iOS 17 geben. Und wenn das der Fall war, dann lasst jetzt gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch weitere Neuerungen gefunden habt, schreibt sie mir unten in die Kommentare und vergesst nicht, meinen Kanal für weitere ähnliche Videos kostenlos zu abonnieren. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut!